Die letzte Fahrt von Peter L. dauert nur 7 Minuten. Der Mörder sitzt auf der Rückbank. Wir sind uns alle im ganzen Team sehr schnell einig gewesen, dass wir hier eine tickende Zeitbombe suchen. Die Kommissare jagen einen Mörder, der jederzeit wieder zuschlagen kann. Es geht um den Mord an einem Taxifahrer. Diese war ein Hamburger Taxifahrer von hinten erschossen worden. Die Polizei fahndet fieberhaft nach einem Verdächtigen. Hamburg-Nienstetten, 15. Januar 2010. In einem Taxi wird eine Leiche gefunden. Das Taxameter läuft noch. Es zeigt 296 Euro. Vor wenigen Minuten hat die Mordkommission den Tatort übernommen. So, wollen wir mal kurz eben. Wir haben also hier ein Taxi stehen mit eingeschalteter Wärmlichtanlage. Auf dem Fahrersitz nach rechts rübergekippt der Fahrer. Ex, in der Windschutzscheibe, etwa im Gesichtsfeld eines Fahrers, einen mutmaßlichen Ausschuss, ein Schussdefekt. Den Ermittlern fällt zunächst auf, dass der Schnee unter dem Auspuff großflächig weggetaut ist. Ein schlechtes Zeichen. Schnee hinterm Fahrzeug geschmolzen. Das spricht eigentlich dafür, dass der Wagen schon lange dort steht, dass der Wagen lange hinten Zeit hat, mit seinen Auspuffgasen den Schnee ein bisschen zum Schmelzen zu bringen. Das heißt, wir haben also hier einen Täter, der nicht nur vor uns gestartet ist, sondern auch schon lange vor uns gestartet ist. Grundsätzlich, sag ich mal, ein sehr grummeliges Bauchgefühl gehabt an dem Morgen, weil eben der Vorsprung sehr groß war. Die jahrelange Mörderjagd hat Sven und seine Kollegen vorsichtig gemacht. Deshalb möchten sie ihre Nachnamen nicht nennen. Wir haben dann noch dort hinten, und zwar knapp außerhalb der Flatterleine, einen Handschuh. Oh. Auf dem Fußboden, rechter Fingerhandschuh. Okay. Das wäre dann die letzte Spurentat. Im Schnee finden die Ermittler Reifenspuren. Das Taxi ist von der Straße auf den Gehweg gerollt und dort gegen den Zaun geprallt. Dort fanden wir dann 2, 3 Fahrzeugteile, eine Radkappe, ein bisschen weiter ein Karosserieteil. An einem Zaunpfosten war eine Beschädigung festzustellen, sodass wir also eigentlich für das, was hier geschah, ein recht gutes Bild uns bauen konnten. Das Taxi muss bei geringer Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Zaun geprallt sein. Die Fahrt endet an einem parkenden Auto, das durch den Zusammenprall einen halben Meter nach vorne geschoben wird. In den ersten Stunden geht es für die Ermittler darum, so viele Spuren wie möglich zu sichern. Auch wenn einige mit der Tat nichts zu tun haben dürften. Und sie müssen ein Gefühl für den Tatort entwickeln. Der liegt im Hamburger Westen, direkt an der Elbe. Die kleine Straße führt durch eine ruhige Villengegend. Hier gibt es keine Kneipen und Restaurants. Das schränkt die Zahl der möglichen Zeugen ein. Auf der einen Straßenseite sind eine Schule und ein Verwaltungsgebäude. Die Häuser auf der anderen Seite stehen in großen Gärten weit zurückgesetzt. Hier sitzt niemand am Fenster und beobachtet das Leben auf der Straße, weil es dort in der Regel wenig zu beobachten gibt. Die Anwohner fühlen sich hier in einer friedlichen, heilen Welt. Bis zu diesem 15. Januar 2010. Ich bin an dem Abend spät nach Hause gekommen, das war so gegen 10:30 und sah hier ein Taxi mit Warnblinkanlage stehen. Und dachte noch, okay, ist vielleicht eine Veranstaltung hier. Hab mir nichts dabei gedacht. Und am nächsten Morgen, als ich mit dem Hund rausging, stand das Taxi immer noch mit der Warnblinkanlage da. Es war unheimlich, dass, wenn man hier abends nach Hause geht, hier ein Toter im Taxi sitzt, beziehungsweise der Täter noch frei rumläuft. Die Ermittler haben gerade den Zeugen befragt, der den toten Taxifahrer gefunden hatte. Er ist Allgemeinmediziner. Und er sagt, die Leichenstarre hatte schon eingesetzt. Okay. Und danach hat er auch nichts weiter gemacht und hat seinen 4-jährigen Sohn erstmal mitgebracht. Neben dem Taxi finden sie frisches Blut im Schnee. Hat sich der Täter verletzt? Und welche Spuren gibt es noch? Ich sag mal, der Tatort ist für uns immens wichtig. Es ist das einzige Verbindungsteil, was wir vom Täter zu uns haben. Und wir versuchen, den Tatort mit seinen Informationen auszulesen. Alles, was am Tatort zur Verfügung steht, für uns zu sichern. Dabei kommt auch ein 3D-Laser zum Einsatz, den die Hamburger Kriminaltechnik gerade neu angeschafft hat.
Er friert den Tatort als Computermodell ein. Wir können im Tatort uns bewegen. Wir können theoretisch, was die Christiane-Fransen-Straße anbelangt, uns unter das Fahrzeug legen und schauen. Wir können über das Fahrzeug gehen. Wir können aus der Sicht von Hausbewohnern auf den Schauplatz gucken. Das sind alles so Dinge, die wir hier auch gemacht haben. Doch die meisten Untersuchungen lassen sich vor Ort nicht durchführen. So, dann kann eigentlich jetzt der Abschleppen, da ist er schon. Deshalb wollen die Ermittler den Wagen in die Kriminaltechnik bringen lassen. Inklusive Leiche und aller Spuren, die noch im Taxi sind. Ein Kamerateam ist damals vor Ort und darf die Mordermittler begleiten. Wichtig ist, dass das Auto möglichst waagerecht transportiert wird, damit im Fahrzeug alles so bleibt, wie es war. Sven und seine Kollegen versuchen sich in die Situation im Taxi hineinzuversetzen. Ging es um Geld? Bislang steht nur fest, der Täter hat seinem Opfer von hinten in den Kopf geschossen. Man muss nicht unbedingt töten, wenn man rauben will. Das sind zwei verschiedene Komponenten. Das ist etwas, was eigentlich nicht passt. Und dann noch in dieser massiven Form. Wir haben jetzt im Moment draußen jemand rumlaufen, der hat eine Schusswaffe. Der ist zum Töten bereit, das hat er gezeigt. Und das Schlimme ist, wir haben ihn im Moment nicht unter Steuerung. Und wir haben eine Großstadt. Ja, und das gilt für uns, den sowas von schnell von der Straße zu nehmen, das ist unglaublich. In der Mordkommission arbeitet mittlerweile ein gutes Dutzend Ermittler an dem Fall. Svens Kollege Martin beschäftigt sich mit dem sozialen Umfeld des Opfers. Denn die meisten Morde sind Beziehungstaten. Uns hat sich relativ schnell gezeigt, dass das Opfer in dem Fall in seiner Lebensführung offensichtlich einen recht isolierten Lebensstil sich gesucht hat. Wir haben nach unseren ersten Erkenntnissen keinen großen Freundeskreis zu erwarten gehabt. Im Zuge der Ermittlungen finden sie Spuren aus glücklicheren Tagen. Peter L. in den 80er Jahren. Er ist verheiratet und hat 4 Söhne. Doch die Ehe geht irgendwann kaputt. Er zieht sich zurück und lebt sehr sparsam in einer kleinen Wohnung vor den Toren Hamburgs. Peter L. war ein gutmütiger Sonderling, ohne Feinde oder ernste Konflikte. Und das hat uns nur mehr daran bekräftigt, dass wir hier einen Täter suchen, der keinen direkten Bezug zum Opfer gehabt hat. Die Halle der Kriminaltechnik. Moin, moin. Alle Anwesenden müssen weiße Schutzanzüge anlegen. Denn jeder Mensch verliert pro Stunde rund 40.000 Hautschuppen. Ohne die Anzüge würden die Beamten überall ihre eigene DNA hinterlassen. Zunächst suchen die Techniker nach Fingerabdrücken und werden fündig. Sie werden auf Klebestreifen gesichert, später gescannt und zum Abgleich ans Bundeskriminalamt geschickt. Ein Taxi ist der Albtraum eines jeden Kriminaltechnikers. Es gibt hunderte Spuren, die meisten von unbescholtenen Fahrgästen. Dann machen die Ermittler eine erstaunliche Entdeckung. In der Fahrertür steckt das Portemonnaie des Opfers mit dem Wechselgeld. Das spricht gegen einen Raubmord. Oder wurde der Täter gestört, bevor er ans Portemonnaie kam? Als nächstes sichern die Techniker Faserspuren. Wenn der Täter im Taxi Fasern verloren hat, werden die sich auf den Klebestreifen wiederfinden und ihn später möglicherweise überführen. Das betrifft besonders Spuren am Opfer. So wie der Tote liegt, muss er nach dem Mord an der Jacke gepackt und auf den Beifahrersitz gezogen worden sein. Die Leiche wird dicht an dicht mit durchnummerierten Streifen abgeklebt. Dann richten sie den Toten auf. Ein bisschen mehr noch, Martin. Er fällt. Auf dass er nicht fällt. Ja, jetzt brauchen wir ein Foto, auch von dieser Seite. In dieser Position muss der Taxifahrer erschossen worden sein. Der Täter saß direkt hinter ihm. Auf dem Beifahrersitz und auf der Rückbank finden die Ermittler etwas Glänzendes. Ja. Wir hatten überlegt, ob das da hinten noch eine Hülse ist. In der mittleren Falz hinten. Ja, da hinten ist da. Ich glaube nicht. Wie will denn? Nee, das ist ein Projektil. Ein Projektil. Eine Hülse, zwei Hülsen. Ein Projektil und ein Projektil durch die Scheibe. Und ein Steck, ne? Und ein Steck, das heißt, uns fehlt noch eine Hülse. Und das wäre dann vielleicht die. Oder die vielleicht. Möglich. Werden wir sehen. Eine Kugel hat die Scheibe von innen nach außen durchschlagen. Ein Projektil landete im Armaturenbrett. Langsam ergibt sich ein Bild des Geschehens im Innenraum des Taxis.
Der erste Schuss traf den Fahrer völlig unvorbereitet in den Hinterkopf. Das Projektil prallte dann gegen die Scheibe und blieb im Auto liegen. Das zweite Geschoss traf nur 2 Zentimeter daneben und flog durch die kaputte Scheibe. Dann muss der Täter noch einmal geschossen haben, obwohl der Taxifahrer schon tot war. Doch warum diese Grausamkeit? Sven, Martin und die Kollegen suchen jetzt einen Fachmann, der sich mit Taxametern auskennt. Kannst du ihn fragen, wie man so einen Taxameter ausbaut? Ob das schnell geht? Und dann würden wir das, wenn das nicht eine Riesenoperation am offenen Herzen ist, würden wir das dann machen. Der Taxameter-Spezialist soll herausfinden, wie der Betrag von 296 Euro zustande kommt. Und vor allem, wie weit das Taxi gefahren ist. Wir haben uns bei der KTU getroffen und dann haben wir gewartet, bis wir dran kamen. Das dauerte auch Stunden, fast einen halben Tag. Die Leiche lag vor dem Auto und im Auto konnte man schon sehen, wie das Blut da rumgespritzt hat, also ganz schön extrem. Dann haben wir die Uhr ausgebaut, mitgenommen und in der Werkstatt dann ausgelesen. Gefahren ist Peter L. tatsächlich nur 3,6 Kilometer. Er brauchte 7 Minuten. Als das Auto zum Stehen gekommen war, sprang das Taxameter automatisch in den Wartemodus. Er hat die Uhr nicht mehr bedient. Die Uhr lief eigentlich weiter bis zum Stand des Autos. Und er konnte nicht mehr auf Kasse drücken, um den Kunden zur Kasse zu bitten. Also lief die Uhr weiter in dem Moment, wo er gestorben ist, wo er erschossen wurde. Mit den Daten aus dem Taxameter haben die Ermittler neue Ansätze. Sie prüfen mögliche Fahrtstrecken in der Umgebung des Tatortes. Die S-Bahn-Station Othmarschen ist nicht schnell genug zu erreichen. Ein Strandlokal an der Elbe ist etwas zu weit weg. In der anderen Richtung gibt es ein Kino, das aber ebenfalls zu weit entfernt ist. Doch da ist noch der S-Bahnhof Blankenese. Hier passen sowohl Fahrzeit als auch Entfernung exakt. Deshalb konzentrieren sich Sven und seine Kollegen jetzt auf den Taxiposten am S-Bahnhof. Sie erfahren, dass Peter L. seine Touren oft von Blankenese aus begann. Der war vor mir um 21.30 Uhr circa. Der stand genauso wie jetzt, also vor mir. Ich stand hinter ihm. Da ist er ausgestiegen und hat eine Zigarette geraucht und haben jetzt zugehört. Also wir haben uns alle da irgendwie so ein bisschen Gedanken gemacht, dass das für uns jeden treffen könnte, gerade die Nachtschichtfahrer. Ich war damals auch ein Nachtschichtfahrer. Wir haben ihn natürlich alle gekannt, aber wenig mit ihm Kontakt gehabt und wenig mit ihm gesprochen, weil er einfach sehr zurückhaltend war. Peter L. fuhr auf eigene Rechnung. Er war keiner Taxizentrale angeschlossen. Deshalb hat ihn in der Tatnacht auch niemand vermisst. Wir hatten an dem Abend hier in der Nähe eine Veranstaltung, wo viele Taxen erforderlich waren, wo Taxen hinbestellt wurden. Und von daher war unser Geschädigter zu dem Zeitpunkt, als der Täter aus dem Bahnhof kam, das einzige Taxi hier. Wir hatten hier eigentlich fast gar keine Ansätze. Wenn der Täter tatsächlich um kurz nach 10 mit der Bahn ankam, wurde er von den Überwachungskameras gefilmt. Die Polizei sichert die Aufnahmen. Doch wonach soll sie suchen? Wie sieht ein Mörder aus? Stattdessen sucht sie nach Zeugen, die diese Strecke öfter fahren. Wir gehen davon aus, dass der Fahrgast, der ihm zugestiegen ist, auch der Täter ist. So, und wir interessieren uns für Leute, die dieses Einsteigen des Fahrgastes in das Taxi gesehen haben. Und was bietet sich da mehr an, als eine Woche den genau gleichen Zug abzufrühstücken, plus minus 2 Züge davor dahinter? Na, dann darf ich Sie kurz was fragen? Polizei Hamburg. Kommen Sie aus der Hamburger Innenstadt mit der Bahn oder aus Richtung Wedel? Schönen guten Abend. Die freundliche Hamburger Kriminalpolizei. Wir haben hier, Sie wissen, weswegen wir hier ermitteln im Bereich Blankenese und so. Ganz genauso. Da vorne stehen uniformierte Kollegen. Die haben 2, 3 Fragen. Dauert nicht lange. Ne? Dankeschön. Tschüss. Verbrechen, denke ich, wird dort aufgeklärt, wo es begangen wird. Das ist nicht am Schreibtisch. Es gibt Stimmungen, die kann man nur dort nachvollziehen und kennenlernen als Ermittler, wo sie entstanden sind. Doch die nächtlichen Zeugenbefragungen bringen keinen Fortschritt. Immer wieder suchen Sven und seine Kollegen den Tatort und die nähere Umgebung auf. Hallo, schönen guten Tag. Kein Schreck kriegen die Polizei.
Wir sind noch mal in der Taxigeschichte unterwegs. Wir haben die Hoffnung, dass es möglicherweise vielleicht eine aufzeichnende Kamera ist. Viele der Villen haben Videoüberwachung. Hallo. Guten Tag. Ah, hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Tut uns leid, dass wir so überfallen. Ja, ich komme einfach um. Das ist ja Raffinier. Geschickt. Die Kamera wäre, die uns möglicherweise interessieren. Aber ich weiß es nicht, ob sie wirklich aufnimmt, wenn das ist nur kurz im Moment Aufnahmen. Die Kameras in Tatortnähe zeichnen alle nicht auf. Sie sind nichts weiter als elektronische Türspione. Auch dieser Ermittlungsansatz führt ins Leere. Doch es gibt eine Ausnahme: die Überwachungskamera einer Reederei. Sie steht am Ende einer langen Einfahrt, von der aus man die Straße gar nicht sehen kann. Doch es existieren noch Aufnahmen aus der Nacht, in der der Mord geschah. Auf dem Video erscheint zur Tatzeit um 22.14 Uhr ganz rechts am Bildrand der Lichtreflex von Scheinwerfern. Man erkennt nicht einmal ein Auto. Doch selbst daraus können die Ermittler noch Rückschlüsse ziehen. Wir haben natürlich durch diese Videoaufnahme den Eindruck bekommen können, was ist hier eigentlich abends los? Ich sag mal gegen 10 Uhr, 22.30 Uhr vielleicht, herrscht hier eine starke Fluktuation, gibt es hier eine starke Frequenz von Fahrzeugen. Es war also hier im Endeffekt sehr still. Es spielt eine Rolle im Hinblick auf mögliche Zeugen. Wir waren ja ganz am Anfang der Ermittlungen und haben überhaupt keine Ahnung gehabt, haben wir es mit einem Täter zu tun, haben wir mehrere Täter, wie auch immer. Das alles hilft, das Bild ein kleines bisschen abzurunden. Es ist nicht verlässlich, es ist ein Hinweis, aber für den Hinweis sind wir dann auch schon manchmal dankbar. Viel ist es nicht. Die Ermittler wissen jetzt, dass der Täter sich eine sehr ruhige Zeit ausgesucht hat. Doch warum gerade hier, im noblen Nienstädten? Welche Beziehung hat er zu diesem Ort? Oder ist es reiner Zufall? Sie konzentrieren sich nun auf den Fluchtweg. Der Mörder muss sich zu Fuß vom Tatort entfernt haben. Nur 600 Meter entfernt verläuft die Elbchaussee. Dort fährt ein Bus Richtung Innenstadt. Vielleicht hatte er auch einen Fluchtwagen in der Nähe geparkt. Noch weiter im Norden liegt die S-Bahn-Haltestelle Klein-Flottbek. Der Weg ist viel weiter als die Alternativen. Dennoch überprüfen sie auch diese Variante. Es ist ja so, dass wir natürlich versuchen, uns in den Täter hineinzuversetzen. Das heißt, ich möchte unerkannt wegkommen. Der eine mag es unten am Elbufer versuchen, Richtung Teufelsbrück oder Richtung Hamburg-Innenstadt nach vorne zu gehen. Der andere macht es ganz anders. Und insofern gibt es keine verlässliche Aussage, wo man zuerst suchen soll. Interessant ist der Fluchtweg für uns vor allen Dingen deswegen, weil der Täter ja auf dieser Fährte sich von Dingen trennen kann. Zum Beispiel in diesem Fall von einer Waffe, von einer Schusswaffe. Das heißt, der Fluchtweg wird für uns interessant, weil wir nach Spuren suchen. Wir haben hier, ich sag mal, alles von unten nach oben gekehrt. Neben mir steht ein Papierkorb, an den kann ich mich persönlich auch noch erinnern. Also, wir haben hier überall gesucht. Aber sie finden nichts. Wenn der Täter tatsächlich den langen Weg durch den Park genommen hat, hat er dabei keine erkennbaren Spuren hinterlassen. Dafür gibt es die ersten Ergebnisse aus der Kriminaltechnik. Die Fachleute haben die Fingerabdrücke vom Auto gescannt und mit der Datenbank des Bundeskriminalamts abgeglichen. Leider ohne Treffer. Auch der Handschuh erweist sich als Fehlschlag. Er bringt keine verwertbaren DNA-Spuren. Und das Blut im Schnee stammt laut Labor von einem Tier. Was bleibt, sind die Projektile aus der Tatwaffe. Zwei konnten die Techniker sicherstellen. Sie sind vom Aufprall stark verformt. Dennoch lässt sich anhand der charakteristischen Rillen, die der Lauf einer Waffe verursacht, das Modell identifizieren. Eine polnische Armeepistole der 30er Jahre, zu Hunderttausenden hergestellt. Trotzdem lassen sich die Projektile zweifelsfrei einer bestimmten Waffe zuordnen, wenn die Polizei sie erst einmal gefunden hat. Die Kriminaltechniker schießen dann in ein Wasserbecken, um die Projektile nicht zu beschädigen. Anschließend werden die feinen Kratzer, die der Lauf hinterlässt, unter dem Mikroskop untersucht. Dieses unverwechselbare Muster wird zudem mit der Datenbank des BKA abgeglichen. Ist das Muster mit den Projektilen von anderen Tatorten deckungsgleich, hat die Polizei neue Ermittlungsansätze. Doch in diesem Fall gibt es keinen Treffer. Sie wissen viel und haben doch wenig. Der Taxifahrer hatte keine Feinde. Drei Kopfschüsse sprechen für einen ungewöhnlich brutalen Täter. Das Taxameter führt sie zum S-Bahnhof Blankenese. Doch dort finden sie keine Zeugen.
Ebenso wenig wie unter den Taxifahrern. Denn das Opfer war ein Einzelgänger und fuhr auf eigene Rechnung. Die Blutspur im Schnee stammt von einem Tier. Der Handschuh bringt keine verwertbaren DNA-Spuren und die Tatwaffe bleibt verschwunden. Das Muster auf den Projektilen liefert keinen Treffer. Die Waffe wurde also bislang vermutlich nicht für weitere Verbrechen benutzt. Die Fahnder haben kaum noch Ermittlungsansätze. Doch dann kommt der Mordbereitschaftsleiter auf eine Idee, die eigentlich abwegig ist. Vielleicht war der Mörder dreist genug, nach der Tat wieder mit der S-Bahn nach Hause zu fahren, obwohl er weiß, dass auf jedem Bahnhof Überwachungskameras stehen und er dabei gefilmt wird. Die Kollegen sind skeptisch. Agiert so ein Täter, der gerade einen Mord begangen hat und unerkannt flüchten will? Ich persönlich zum Beispiel, ich würde versuchen, im Schutz der Dunkelheit in Richtung Großstadt zu flüchten und bestenfalls an der Elbchaussee. Kommt ein Fahrzeug von vorne, nachts leuchtet mich an, bin ich schon im Gebüsch. Das ist aber halt eben meine Meinung. Und in dem Moment, als der Kollege Hoffmann bei einer Frühbesprechung sagte, guck mal, wir haben hier eine Zeugenaussage, verdächtige Person läuft in Richtung Bahnhof Kleinflottbek. Lass uns mal die Videoaufnahmen sichten von dort. Sag ich mal, ist das ein super Vorschlag gewesen. Ich persönlich habe in dem Moment gedacht, oh Gott, da wird nichts drauf sein. Aber natürlich versuchen wir das. Sie suchen einen Doppeltreffer. Eine Person, die sowohl am Startpunkt der Taxifahrt, dem S-Bahnhof Blankenese, als auch in Tatortnähe am Bahnhof Kleinflottbek auf den Überwachungsvideos auftaucht. Doch es ist Winter. Die meisten Fahrgäste sind dunkel gekleidet und aufgrund der Kälte vermummt. Das Material umfasst 49 DVDs. Eine junge Kollegin, die gerade frisch in der Mordkommission angefangen hat, muss es auswerten. Ich habe von jeder Person ein Bild gemacht, in diesem Fall mit einem Screenshot. Es waren knapp 60 Personen in diesem Fall. Ich hatte ein Bild vom Bahnhof in Kleinflottbek, da war das eben von vorne, die Person kommt in der blauen Jacke und der weißen Hose. Am Bahnhof in Blankenese, da kam eine größere Personengruppe durch die Bahnhofshalle und dadurch waren da ganz viele Personen drauf. Und da habe ich dann wieder erkannt, dass es sich wieder um diese blaue Jacke und die weiße Hose handelt. Ein Mann mit blauer Kapuzenjacke und weißer Hose. Die Überwachungskamera in Blankenese erfasst ihn um 21.55 Uhr. Der Mord geschieht kurze Zeit später in Nienstädten, um 22.14 Uhr. Die zweite Kamera filmt denselben Mann um 22.23 Uhr auf dem S-Bahnhof in Kleinflottbek. Ist er der Mörder? Oder einfach nur jemand, der gerne Bus und Bahn fährt? Die Ermittler schauen sich die Fahrpläne der Tatnacht an. Zwischen den Haltestellen Blankenese und Kleinflottbek verkehrt auch ein Bus. Wir ermitteln nicht nur, ich sag mal, gegen jemanden, sondern auch für jemanden. Es kann natürlich auch andere Gründe geben, um von Blankenese nach Flottbek zu gelangen. Haben wir geprüft, ob das auch möglich ist in der Zeit von wenigen Minuten, haben wir auch geprüft. Das ergab im Ergebnis eine Busverbindung, die hier startet und in Kleinflottbek ankommt. Doch der passende Bus verlässt die Haltestelle 2 Minuten, bevor die S-Bahn mit dem Kapuzenmann eintrifft. Diesen Bus kann er also nicht genommen haben. Kurze Zeit später startet Taxifahrer Peter L. zu seiner letzten Fahrt. Die Ermittler sind sich sicher, dass der Mann mit der blauen Jacke und der weißen Hose der Taximörder ist. Er hat sein ahnungsloses Opfer in die dunkle kleine Seitenstraße gelotst, um es dort vom Rücksitz aus zu erschießen. Man hat jetzt übergangslos eine neue Aufgabe. Das heißt, wir müssen jetzt dieses Gesicht finden. Wir müssen wissen, wem gehört das Gesicht? Wie heißt derjenige? Wo wohnt er? Wo ist er jetzt? Was hat er in der Zwischenzeit gemacht? Ist er bewaffnet? Hat er sich getrennt von der Bewaffnung? All diese Geschichten. Und das heißt, man hat nicht so diese Verweildauer zu sagen, oh, guck mal, wir haben ihn jetzt. Das ist alles nicht der Fall. Es geht sofort weiter. Da der Verdächtige weiße Schuhe und eine weiße Hose trägt, vermuten die Ermittler, dass er möglicherweise Kranken- oder Altenpfleger ist und irgendwo in der Gegend arbeitet. Nächtelang fahren sie mit der S-Bahn, um ihn aufzuspüren. Mit der inneren Anspannung und gerade auch mit dem Bewusstsein, dass man hier eine durchaus gefährliche Person jetzt gerade sucht, die Waggons teilweise wechselt, die Augen offen hält. Immer das Ganze mit diesem Moment, gleich habe ich ihn, gleich habe ich ihn. Und dieser eigentlich erwartete Erfolg stellte sich leider aufgrund dieser Maßnahme nicht ein.
Die letzte Möglichkeit ist eine Öffentlichkeitsfahndung. Doch die birgt erhebliche Risiken. Wie wird der Täter reagieren, wenn sein Bild in allen Zeitungen steht? Es ist natürlich völlig klar, dass in dem Moment, wo man das tut, auch ein potenzieller Täter aufgeschreckt wird und nicht nur Beweismittel vernichten kann, sondern je nachdem, wie er so gestrickt ist, auch zu Verhaltensweisen animiert werden kann, die das Ganze vielleicht noch schlimmer machen. Doch sie entscheiden sich zu diesem Schritt. Knapp 2 Wochen nach dem Mord erscheint das Bild in den Zeitungen. Mit Erfolg. Die Polizei erhält einen Tipp von einem Jugendbetreuer. Er lotst die Beamten zu einer Wohnung im Hamburger Osten. Der Mann auf dem Foto sei Rilwan C. Er sei in diversen Betreuungseinrichtungen gewesen und schon früher durch sehr aggressives Verhalten aufgefallen. Als Sven ankommt, hat das Einsatzkommando die Wohnung bereits gestürmt und den Verdächtigen gefesselt. Vor dem Haus warten schon die Kamerateams. Die Mordermittler teilen sich auf. Sven übernimmt den Tatverdächtigen. Gestern haben sie sein Foto in allen Zeitungen veröffentlicht. Jetzt, da sie ihn haben, schützen sie seine Persönlichkeitsrechte und geben ihm ein Handtuch, um sein Gesicht zu verbergen. Noch ist er nicht verurteilt. Währenddessen durchsucht Martin mit einigen Kollegen die Wohnung. Als sie das Sofa umdrehen, rumpelt es im Inneren dumpf. Sie finden eine schwarze Tasche mit einem Schnellfeuergewehr aus Schweizer Armeebeständen und 83 Schuss Munition. Die Pistole, mit der der Taxifahrer ermordet wurde, bleibt allerdings verschwunden. Auf jeden Fall ist man ein ganzes Stück erleichtert, dass man die Gefahr, von der man am Anfang wusste, die man am Tatort in der Christian-Fernsehstraße plötzlich sah, ja, dass diese Gefahr offenbar jetzt schon mal zu einem ganz, ganz großen Teil von Hamburgstraßen weg ist. Vor Gericht behauptet der Mörder, Allah habe ihm befohlen abzudrücken. Nach der Tat hatte er dem Taxifahrer aber auch noch das private Portemonnaie aus der hinteren Hosentasche gezogen. Den Tatort in Nienstedten wählte er, weil er dort zur Schule gegangen war. Rilwan C. wird schuldunfähig gesprochen und in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Von daher muss man natürlich ganz klar sagen, dass es schon befriedigend ist, wenn ein solches Verfahren dann noch einen solchen Ausgang nimmt und nicht, wie es ja auch immer wieder vorkommt, ungeklärt oder, wenn man so will, ungesühnt bleibt. Ein Gutachter stellt bei Rilwan C. eine paranoide Schizophrenie und einen sehr geringen Intelligenzquotienten fest. Er sitzt in der geschlossenen Psychiatrie. Einmal im Jahr prüfen die Ärzte, ob er noch gefährlich ist. Seine Krankheit gilt derzeit allerdings als schwer bis gar nicht heilbar. Ich habe mich immer als Ermittler gesehen und das, was ein Richterspruch ausmacht, es gibt ja auch andere Fälle, wo jemand zum Beispiel sehr gering verurteilt wird oder vielleicht freigesprochen wird. Das ist nicht meine Baustelle. Das habe ich zu akzeptieren und ich kann in diesem Fall mit dem Richterspruch gut leben. Sehr gut. Die Familie von Peter L. leidet bis heute unter dem Mord. Einer seiner Söhne fährt manchmal zum Tatort und stellt sich an die Stelle, wo das Taxi stand. Und zwar immer um 22:14 Uhr, dem Zeitpunkt, an dem sein Vater starb.